Smarana, ihr Lieben, die Schleier fallen, die Schleier fallen. Der Aufstieg ist in vollem Gange. Es kommen Dinge zum Vorschein, die uns seit 20 Jahren, die immer versteckt wurden, die nicht gezeigt wurden. Denn es geht um die UFOs. Ja, die Außerirdischen, die gibt es. Das ist jetzt ein Beweis, dass der Pentagon es zugibt. Die haben innerhalb 20 Jahren 120 Bilder, Videos gesammelt mit UFOs oder anders ausgedrückt mit unerklärlichen Flugobjekten. Und diese unerklärlichen Flugobjekte haben sie ja die Astronauten oder die Kampfflieger fotografiert. Also sogar die Kampfflieger, die sind ja auch mehr an der Erde dran. So nah hat man diese Objekte gesichtet und fotografiert. Und bisher wurde ja jeder Mensch, der so daran geglaubt hat oder der eben gesagt hat, ja, das stimmt, der wurde ja immer für blemblem erklärt. Und das war natürlich vollgesteuert, weil diese, ja, Amerika wollte, dass das auf keinen Fall ans Licht kommt, dass es tatsächlich so ist. Die wissen das alle schon lange. Und da sieht man wieder mal, wie die daran arbeiten, uns Menschen dumm zu halten. Denn sogar wenn ein Mensch daran das eben offenbart hat, dass er daran glaubt oder dass er so ein UFO gesehen hatte, wurde er teilweise ja sogar für verrückt erklärt. Ja, wenn man sich das überlegt und jetzt müssen sie es einfach sagen, es geht nicht mehr länger geheim zu halten, die Schleier fallen und es gibt also tatsächlich diese UFOs. Denn es ist einfach eine ganz tolle Bestätigung, wenn das von offizieller Seite kommt. Ja, also ungefähr 120 Vorfälle wurden gefilmt. Jetzt frage ich euch, diese unerklärlichen Dinge oder die unbekannten Objekte zwischen Himmel und Erde, das können ja nicht nur UFOs sein, oder? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Meiner Meinung nach sind das auch Engel, die man sehen kann. Oder es sind vielleicht Drachen. Das sollte man nicht außer Acht lassen, denn es sind ja nicht nur diese UFOs, sondern das Universum ist ja voll von geistigen Wesen, die alle so herumschwirren, sage ich jetzt einfach mal so. Und im Moment sagt ja der Pentagon, sie hätten diese Flugobjekte gesehen, aber wer weiß, was die an den 120 Bildern, was da alles noch dabei ist. Also ich bin fest überzeugt, dass da auch noch viel unerklärlichere Objekte dabei sind, wie zum Beispiel ein Engel oder ein Drachen. Also ich finde es richtig, richtig toll, dass da jetzt sowas in Gange kommt, denn dann sind wir als spirituelle Wesen ja irgendwo bestätigt, ja, mit unseren Annahmen oder Empfindungen, mit dem, was wir sehen, weil wir können sie auch mit dem dritten Auge sehen. Und es ist eine aufregende Zeit, vor allen Dingen war der grüne Planet, meine letzte Sendung, ja so interessant, dass dieser Erwachensplanet zu uns kommt und jetzt werden die UFOs als offiziell anerkannt dargestellt. Das ist für mich ein riesengroßer Schritt nach vorne zu den Zeichen des Erwachens, zu den Zeichen des Aufstiegs. Zählt es für mich alles einfach dazu. Ja, und wenn man also bereit ist, das höhere Bewusstsein, weil für mich ist es auch das höhere Bewusstsein, das anzunehmen, dass also da auch die Engel und oder die Drachen oder die Feen, ja, alles, was man mit dem dritten Auge sonst wahrnehmen kann, kann man jetzt mit dem physischen Auge wahrnehmen und auch fotografieren. Konnte man schon länger, aber wurde jetzt anerkannt. Ja, ihr Lieben, ich freue mich so. Das Ganze kam ja so zustande, dass ein Mitarbeiter von dem Pentagon das einfach mal gepostet hatte, gesendet hatte, ohne Erlaubnis. Und jetzt sind diese Bilder veröffentlicht. Ich zeige euch gerade mal. Ich habe es also als Bild und nicht als Video. Da sieht man also tatsächlich ein Objekt in der Mitte, dieser schwarze Punkt oder dieses schwarze Objekt, das sieht aus wie ein UFO. Und wenn man das Video anschaut, dann bewegt sich das so seitlich in der, also ne, seitliche Fortbewegung und man kann also nicht so genau erkennen, wie es angetrieben wird. Also es ist dann ein Antrieb, ein energetischer Antrieb, den wir noch nicht kennen. Ja, und das ist unheimlich interessant. Und nachdem diese Videos gepostet wurden, musste
das Pentagon einfach auch Ja sagen und hat es dann also offiziell gemacht. Und das heißt für uns, ja, das gibt es. Es gibt auch die Aliens, weil es muss ja auch jemand in diesen Flugobjekten drin sein, ne? Und das sind dann eben unsere lieben Bekannten. Ja, das sind die Plejader, das sind die Lyraner, das sind die Arcturianer, das sind also diese Außerirdischen, die jetzt bei uns anerkannt werden. Das ist so ein großer Schritt, es ist unglaublich, wirklich unglaublich. Und ihr werdet dann auch von mir noch ein Channeling bekommen heute, was dazu gesagt wird. Und das wird hochinteressant sein. Also ich bin so freudig darüber, weil wenn die äußeren Zeichen so massiv auftreten wie jetzt gerade, dann kann es ja gar nicht mehr so lange dauern. Wir wissen ja wirklich alle nicht, wie lange es dauert, bis der Aufstieg oder die Übergangszeit, wir sind ja noch in dieser Übergangszeit, bis das endlich mal vorbei ist. Aber wenn jetzt sowas geschieht, das ist ein riesiger Schritt. Ja, wenn man nämlich beginnt von Stellen der Wissenschaftler, die ja immer Beweise brauchen, wenn sowas anerkannt wird, dann ist es ein richtiger, wichtiger Schritt in die Richtung des höheren Bewusstseins und die Rückmeldung für die Bestätigung von uns, dass es tatsächlich so ist, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die man nicht wissenschaftlich erklären kann, die man einfach, weil sie halt da sind, weil sie sichtbar sind, doch mal anerkennen sollte. Und das haben die jetzt getan. Also wow, das ist richtig klasse. Früher gab es sowas nur in Fantasy-Magazinen, ja, oder auch in Fantasy-Filmen gibt es ja genug. Und dazu muss ich auch sagen, jeder Fantasy-Film hat einen Funken Wahrheit. Weil jemand, der einen Fantasy-Film macht, ja, der holt ja auch, der holt sich das, da bildet sich das ja nicht ein, sondern der hat auch Eingebungen. Und diese Eingebungen, das sind für mich sowas wie Channeling. Ja, auf einer anderen Ebene einfach. Aber das kommt nicht einfach von irgendwoher, sondern es hat seinen Grund. Es hat alles so seinen wahren Grund. Und das ist jetzt ein wirklich großer Durchbruch. Und vielleicht hat ja auch einer von euch schon mal ein UFO gesehen. Das könnt ihr gerne hier unten reinschreiben. Denn ich glaube, dass es mehr Menschen gesehen haben, als wie sie zugegeben haben. Und ja, große Freude herrscht bei mir darüber, dass das jetzt offiziell ist. Und es ist ein Meilenstein in unserer Entwicklung zum Aufstieg. Die Schleier werden gelüftet und es wird noch viel mehr zum Vorschein kommen, wie wir die ganze Zeit hin das Licht geführt wurden. Aber wir haben es ja alles selbst gewusst. Normalerweise wissen wir, wenn Dinge erzählt werden, die nicht wahr sind, das wissen wir. Und jetzt musste man tatsächlich dies zugeben. Ja, es ist richtig, richtig klasse und ich freue mich jetzt auch auf die Botschaft. Ich glaube, ich werde die Arcturianer channeln. Die sind irgendwie hier so im Raum schon anwesend. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was sie zu sagen haben, ihr Lieben. Ja, dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Freude. Erstreinigung wollte ich haben. Die violette Flamme. So, jawohl. Dann die Fülle. Es macht mir halt Spaß. Und dann die 999 und Smarana. Gottesliebe ist einfach ein Muss für mich, weil ich ja diese ganzen Channelings und Botschaften, die ich überbringe, in der Anbindung an Gottes Liebe, an Gottes Gedankenfeld überbringe. So, ihr Lieben, jetzt dürft ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auch sehr darauf.
Es spricht eine Gruppe der Aktuarianer zu dir. Geliebter Mensch, sei herzlich willkommen zu unserer Botschaft. Großes geschieht auf deiner Erde. Viele Schleier werden gelüftet und die Wahrheit sucht sich ihren Weg. Denn es ist die Wahrheit, welche von Liebe getragen ist und welche immer sein wird. Und so werden immer mehr Tatsachen ans Licht kommen, welche bisher verleumdet wurden. Und dies sind Zeichen des Aufstiegs. Denn, liebe Menschen, ihr befindet euch im Moment sogar schon in der heißen Phase des Übergangs. Die heiße Phase des Übergangs, sie äußert sich so, dass die Schleier sich lüften und dass die Wahrheit ans Licht kommt. So werden dieses Jahr noch viele dieser Dinge geschehen. Geliebter Mensch, du wirst erleben, dass noch viele wichtige Informationen durch das Lüften der Schleier zu dir getragen werden. Wir, die Aktuarianer, wir sind sehr freudig und aufgeregt, dass jetzt der Aufstiegsprozess an Fahrt zunimmt. All das, was du im Moment in deiner Zeit durchmachst, in der Übergangsphase, mit all diesen Regelungen, welche teilweise gedankenlos aufgestellt werden, all dies wird auch zu einem Zeitpunkt ans Licht kommen, dass das Gerüst der Lügen zusammenbricht und du die reine Wahrheit erfahren wirst. Wir, die Aktuarianer, wir unterstützen die Energie der Wahrheit, denn Wahrheit ist das, was dich leitet und führt. Und so werden gerade die außerirdischen Wesen, mit welchen wir befreundet sind, uns jetzt auch vermehrt zeigen. Denn dies ist ein sehr großer Schritt, den die Menschheit in diesem Jahr getan hat. Und so werden wir für dich sichtbar sein, wenn du dein Herz dafür öffnest und jetzt gerade in diesem Moment möchten wir uns dir zeigen und wenn du dieser leben möchtest, dann bitten wir dich, gehe tief in dein Herz und öffne dich mit der Liebe. Gehe tief in deinen Bauch und spüre deine wahren Gefühle. Und nun aktiviere dein drittes Auge mit deinem Fokus. Wir senden dir nun Bilder und Gefühle und Informationen, damit du uns erkennen kannst. Und so sei nun bereit, denn die Energieübertragung beginnt bereits.
Und tatsächlich solltest du auch darauf achten, dass die Energien der lichten Wesen aus der Anderswelt, aus den Welten der Naturgeister, dass diese Energien sich verstärken werden und dass es dir ebenso möglich sein wird, diese Wesen stärker zu spüren. Alles nimmt an der Energieerhöhung der Wahrheit teil. Denn die Wahrheit rückt in die höhere Dimension. Und aus diesem Grunde dürfen sich die Schleier lüften. Du kannst dich glücklich fühlen, jetzt in dieser Zeit inkarniert zu sein. Wir wissen auch, dass dies dein Seelenauftrag ist, aber dennoch ist es wunderschön für dich zu fühlen und zu sehen, wie die Dinge zwischen Himmel und Erde, die als utopisch die ganze Zeit abgetan wurden, nun in die Anerkennung kommen. Und so ist auch unsere Stellung gestärkt. Und wir freuen uns mit dir, dass all dies geschehen durfte. Geliebter Mensch, all das, was du heute gesehen hast, gefühlt hast, gespürt hast, all das ist ein Zeichen des Aufstiegs. Und dies geschieht in voller Liebe. Und so danken wir dir, dass du heute hier warst und du dir diese Botschaft angehört hast. Denn allein das Anhören, das erweckt in dir eine besondere Kraft. Und mit dieser Kraft wirst du noch viel mehr und tiefer die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit, welche deinen Planeten in die höheren Dimensionen tragen wird. Und so verabschieden wir uns von euch allen voller Liebe, Freude und Dankbarkeit. Ich bin zu Tränen gerührt, so schön und so liebevoll war das gerade. Und ich bin auch aufgeregt, weil ich freue mich so sehr auf das, was noch kommt. Und stell dir vor, wie es ist, wenn du deinen Drachen siehst. Ich kann ja meinen sowieso sehen, aber ich glaube, das wird noch stärker und intensiver werden. Und vielleicht ist ja ganz in deiner Nähe gerade ein Außerirdischer, der jetzt mit dem Kopf nickt und lächelt. Es ist eine wundervolle Zeit und ich freue mich, dass ich mit dir jetzt gerade inkarniert bin. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Somehow